Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Spielen und arbeiten. Es ist ein schöner, sonniger Morgen. Ach, was für ein wunderbarer Tag zum Faulenzen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Papa, musst du denn heute gar nicht arbeiten gehen? Nein, Peppa. Heute ist doch Samstag. Samstags hat Papa Wutz frei. Papa Wutz, du kommst zu spät zur Arbeit. Aber es ist doch Samstag, Mama Wutz. Oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Oh. Donnerstags arbeitet Papa Wutz. Bis später. Wiedersehen. Armer Papa, er muss arbeiten gehen. Du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen. Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite an meinem Computer. Schorsch will das lustige Hühnchen spielen. Schorsch, wir können gerne das lustige Hühnchen spielen, aber erst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Oh. Luzi Locke und ihre Mutter holen Peppa zur Spielgruppe ab. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Viel Spaß in der Spielgruppe. Bis bald, Mama. Arbeite schön. Frau Locke, arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Laufen, springen und hüpfen. Mama, das ist keine Arbeit. Das ist Spielen. Peppa und Luzi sind bei der Spielgruppe angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Hallo Kinder. Heute spielen wir Einkaufsladen. Oh. Wer möchte gern Verkäufer sein? Ich. Peppa und Luzi sind die Verkäufer und alle anderen können die Kunden sein. Peppa und Luzi tun so, als wären sie Verkäuferinnen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Also, ich kassiere das Geld, Luzi. Und du räumst die Regale ein. Ja, gut. Klausi Kleff ist der erste Kunde. Hallo, Frau Verkäuferin. Hallo, Herr Kleff. Ich hätte gerne eine Packung Kekse. Luzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Danke sehr. Der nächste, bitte. Hallo, Verkäuferin. Kann ich bitte ein großes Brot bekommen? Nein. Aber Sie können ein Puppenhaus haben. Brauchen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja, gern. Die kostet dann 1 Cent, bitte. Oh, ich habe gar kein Geld dabei. Sie können ja beim nächsten Mal bezahlen. Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Hallo, Frau Verkäuferin. Was kann ich bitte für 1.000.000 Euro kaufen? Luzi, was haben wir für 1.000.000 Euro? Eine Karotte? Ja, gern. Luisa Löffel liebt Karotten. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Papa Wutz ist gekommen, um Peppa und Luzi abzuholen. Papa, hast du heute viel gearbeitet? Ja. Ich habe heute ganz schön reingehauen. Wir haben heute auch richtig viel gearbeitet. Wir waren nämlich Verkäuferinnen. Bla, 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 bla. Das war's. Und drucken. Mama Wutz ist fertig mit ihrer Arbeit. Also gut, Schorsch. Vielleicht können wir jetzt einmal das lustige Hühnchen spielen. Das haben wir uns verdient. Unartige Mama, du spielst ja das lustige Hühnchen. Genau, weil Schorsch und ich mit der Arbeit fertig sind. Nicht wahr, Schorsch? Wenn alle mit der Arbeit fertig sind, dann können wir jetzt alle spielen. Der Regenbogen. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug in die Berge. Wann sind wir denn endlich da? Noch nicht ganz, Peppa. Wir können ja ein Spiel machen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Ja! Meine Lieblingsfarbe ist grün. Meine ist orange. Meine ist rot. Schorsch, und was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist blau.
Fein, ich bin gespannt, welche Farbe uns zuerst begegnet. Los geht's! Da kommen Molly und Frau Mietze in ihrem grünen Auto. Haha, grün! Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe gewonnen. Hallo Molly! Miau. Hallo Peppa! Da kommen Klausi und Opa Kleff in ihrem orangen Abschleppwagen. Orange, ich hab gewonnen! Hallo Klausi! Hallo Peppa! Hoho, da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi! Hallo! Hallo Peppa! Blau! Ja, George, es ist ein blaues Auto. Jetzt hast du gewonnen. Oh, das ist ein dummes Spiel. Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Peppa. Wo? Na, welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Es ist rot. Gewonnen, gewonnen. Familie Wutz ist in den Bergen angekommen. Wir werden eine fantastische Aussicht haben von da oben. Wir sind da. Hurra! Guckt mal, was für eine schöne, sonnige Aussicht. Wow. Oh je, es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne, sonnige Aussicht? Da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Papa Wutz. Viermal Eiscreme, bitte. Welche Sorten möchten Sie denn? Pistazie, Orange, Erdbeere und Blaubeere, bitte. Ja, gerne. Schaut mal, was ich hier habe. Eiscreme! Oh, das sind ja unsere Lieblingsfarben. Ganz genau. Grün für mich. Orange für mich. Erdbeerrot für mich. Und George bekommt? Blau. Lecker, lecker. Guckt mal, die Sonne kommt raus. Ja, und das ist noch nicht alles. Ein Regenbogen. Peppa und George lieben Regenbogen. Einen Regenbogen kann man nur sehen, wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet. Oh! Er leuchtet genau in unseren Lieblingsfarben. Ja! Rot und Orange und Grün und Blau. Und wisst ihr auch, was man am Ende des Regenbogens finden kann? Nein. Dort ist ein Schatz versteckt. Oh! Können wir den Schatz suchen gehen? Jetzt gleich? Na gut. Sieht so aus, als wäre das Ende des Regenbogens auf dem nächsten Hügel. Los geht's! Hui! Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kam zur Welt. Regenbogen, Regenbogen. Rot und Orange und Gelb und Lila und Blau und Grün. Regenbogen, Regenbogen. Die Sonne scheint und Regen fällt. Wir sind da. Oh! Wo ist der Regenbogen hin? Er ist zum nächsten Hügel gehüpft. Du frecher Regenbogen. Komm, wir fangen ihn ein. Die Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kommt zur Welt. Es hat aufgehört zu regnen. Und der Regenbogen ist weg. Sei nicht traurig, George. Vielleicht hat der Regenbogen ja einen Schatz dagelassen. Ja, da drüben ist irgendwas. Hast du den Regenbogenschatz gefunden? Ja, allerdings. Eine große Matschepfütze. Hurra! Das ist der beste Regenbogenschatz von allen. Pedro hat Husten. Heute ist Musikstunde in der Spielgruppe von Madame Gazelle. Meiner Puppe koch ich Suppe. Entschuldigung, Madame Gazelle. Oje, Pedro hat Husten. Nur keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Hallo, Doktor, hier spricht Madame Gazelle. Ein Kind ist krank. Keine Panik, ich bin schon unterwegs. Was fehlt denn dem Patienten? Ich hab ganz doll Husten. Verstehe. Kratzt es dich denn im Hals oder eher in der Brust? Ich weiß nicht genau. Aber wenn ich huste, klingt es so. Und wann hast du diesen Husten bekommen?
als Madame Gazelle angefangen hat zu singen. Es ist nichts Ernstes, aber Petrus Husten könnte ansteckend sein. Wie meinen Sie das, ansteckend? Wenn einer Husten hat, kann es sein, dass die anderen ihn auch bekommen. Kriege ich jetzt Medizin? Nur einen kleinen Löffel voll. Ich fürchte, sie schmeckt nicht besonders gut. Bäh. Sie schmeckt ja wie ein alter Schuh mit Marmelade. Vielen Dank, Dr. Braunbär. Wiedersehen. Wiedersehen. Dachte ich's mir doch. Petros Husten ist ansteckend. Klausi Kleff und Luzi Locke haben sich bei Pedro angesteckt. Schön Mund aufmachen. Bäh. Das schmeckt wie alter Teppichboden mit Joghurt. Bäh. Nach ekligem Blumenwasser. Sehr schön. Die Medizin wird euch gut tun. Bist du eigentlich nie krank, Dr. Braunbär? Nein, Peppa, ich werde nie krank. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Spielgruppe ist aus und die Eltern holen ihre Kinder ab. Mama, Papa, ich habe Husten. Dr. Braunbär war da und hat nachgeschaut. Wir mussten scheußliche Medizin nehmen. Madame Gazelle, wollen Sie jetzt Ihr Lied singen? Natürlich, Peppa. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Sie ist... Oh, oh, oh. Oh je, alle Erwachsenen haben sich bei Pedro angesteckt. Dr. Braunbär am Apparat. Hier ist Peppa Wutz. Alle Erwachsenen sind krank. Keine Sorge, Peppa. Bin schon unterwegs. Hallo zusammen. Alle haben Petrus Husten, richtig? Also dann, der Reihe nach. Schön Mund aufmachen. Oh, es schmeckt nach Vanillepudding mit alten Socken. Danke, dass Sie sich um uns gekümmert haben, Dr. Braunbär. Wer kümmert sich denn um Sie, wenn Sie mal krank sind? Niemand kümmert sich um mich. Ich bin nie krank. Oje, Dr. Braunbär hat sich mit Pedros Husten angesteckt. Nicht so schlimm. Wiedersehen. Wiedersehen. Armer Dr. Braunbär. Jetzt ist er selber krank und hat keinen, der sich um ihn kümmert. Oh. Besuch um diese Zeit? Hallo. Wir wollen uns um Sie kümmern. Hier haben Sie Obst. Und noch ein paar Kissen. Und hier ist Ihre Medizin. Das schmeckt ja wie Marmeladen-Teppich-Pudding-Joghurt-Socken. Singen wir noch was, dann geht's Ihnen bald besser. In der Bücherei. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, George. Kannst du uns bitte noch was vorlesen? Na gut. Ich nehme mal das Rote Affe-Buch. Aber du liest uns immer dasselbe vor. Der Rote Affe geht in die Badewanne, putzt sich die Zähne und geht ins Bett. Ja, genau davon handelt es. Wir können noch mal was anderes lesen. Der blaue Tiger, die grüne Spinne, der orange Pinguin. Oh, wie heißt das denn? Beton mischen für den Hausgebrauch. Das habe ich überall gesucht. Ist das dein Buch, Papa? Nein, ich habe es mir in der Bücherei ausgeliehen. Was ist denn eine Bücherei? Da kann man sich etwas zum Lesen ausleihen. Und wenn man damit fertig ist, bringt man es zurück. Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm, du kannst es ja morgen zurückbringen. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine gute Nachtgeschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Beton mischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Peppa, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist Morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah! Hier stehen aber viele Bücher. Shh, Peppa,
In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte! Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit! Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit 10 Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel? Dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Claudia! Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Hier ist ein roter Affe-Buch. Nein, bloß nicht das rote Affenbuch. Das ist so öde. Das ist aber eine andere Geschichte. Sie ist vielleicht spannender. Ist sie bestimmt nicht. Also, es war einmal ein lustiger roter Affe. Er nahm ein Bad, putzte sich die Zähne und ging ins Bett. Nein, er flog zum Mond mit einer Rakete. Oh. Er machte Picknick mit einem Dinosaurier, tauchte hinab ins Meer und kletterte auf den höchsten Berg hinauf. Das war ein toller Tag. Ende. Boah, lies es nochmal. Wir können es ja ausleihen und zu Hause nochmal lesen, Peppa. Aber eigentlich wollte ich mir schon dieses Buch hier ausleihen. Oder dieses hier. Wenn du möchtest, kannst du auch 3 Bücher ausleihen, Peppa. Yippie! Aber vergiss bitte nicht, sie rechtzeitig zurückzubringen. Ja, Frau Mümmel. Und Sie müssen Ihr Buch diesmal auch rechtzeitig zurückbringen. Papa Wutz. Ich werde dafür sorgen, dass Papa es nicht vergisst. Gut, Peppa. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Das Wohnmobil. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Boah. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher an. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, ja, Mama Wutz. Dann geht's los! Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl?
hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh! Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber, genau genommen sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein, das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutsch und ich schlafen hier auf diesem Bett. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Hoho, schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Der Campingurlaub. Peppa und ihre Familie machen Ferien im Wohnmobil. Guten Morgen, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Wutz. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee, Mama Wutz. Schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz, du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss, ganz voller Enten. Entenland! Wir fahren zum Entenland! Peppa und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo, wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten! Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir Picknick machen. Peppa und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa, wir brauchen das Brot doch für die Enten. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und da kommen noch mehr Enten angeschwommen. Und das sind die Enten Omas und Opas. Und hier kommen noch alle Tanten und Onkel. Das war's, unser Picknick ist alle. Enten, sagt Dankeschön zu Papa Wutz. Ho, 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 sehr gern geschehen. Ich liebe Entenland. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich frage mich, ob es nicht eine Abkürzung gibt. Fahren Sie geradeaus in den Fluss hinein. Oh, sind Sie sicher?
Ja, fahren Sie in den Fluss hinein. Aber wir können doch nicht ins Wasser fahren. Genau, das Ding redet doch Unsinn. Drücken Sie bitte den blauen Knopf. Das Wohnmobil kann tatsächlich im Wasser fahren. Unser Wohnmobil hat sich in ein Boot verwandelt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Guckt mal, da sind ja Opa Clef und Klausi Clef. Ahoi auch, Papa Wutz. Ahoi auch. Wir schippern übers Wasser in unserem Wohnmobil. Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir sind zu Hause. Danke für den schönen Urlaub, Frau Wohnmobil. Hahaha, aber gern. Es war mir ein Vergnügen. Es ist schön, im Urlaub zu sein. Aber am allerschönsten ist es doch in unserem eigenen Haus. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Der Komposthaufen. Papa Wutz kocht eine Gemüsesuppe zum Mittagessen. Papa, kann ich dir helfen? Dankeschön, Peppa. Du kannst gerne die Gemüseschalen hier wegräumen. Na klar. Halt, Peppa. Die Gemüseschalen kommen nicht in den normalen Mülleimer. Sie gehören in diesen braunen hier. Oh, Nana. Richtig, Schorsch. Das ist eine Bananenschale. Und hier sind auch noch Reste von Zwiebeln, Karotten und allerlei anderem Gemüse drin. Oma und Opa werden begeistert sein. Essen Oma und Opa Wutz denn wirklich so gerne Kartoffelschalen? Nein, Peppa. Die sind für Opas Garten. Sie helfen den Pflanzen beim Wachsen. Oh. Wir können sie ihnen ja nach dem Essen vorbeibringen. Au, yippie. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bringen die Gemüsereste zu Oma und Opa Wutz. Wir sind da. Hurra! Opa Wutz! Los. Wir haben dir ein besonderes Geschenk mitgebracht. Ah, prächtige Gemüsereste. Fantastisch. Mein Garten wird sich darüber freuen. Gibst du deinem Garten wirklich Gemüse zu essen? Hoho, nein, Peppa. Diese Gemüsereste sind doch für meinen Komposthaufen. Was ist das? Ich zeige ihn dir. Hier ist er. Das ist ein Holzkasten. Ja, Peppa, aber es ist ein ganz besonders schlauer Holzkasten. Ich schütte die Gemüsereste hier oben rein und wenn ich hier unten aufmache, kommt wunderbare Erde raus. Die heißt Kompost. Wie funktioniert denn das? Ist das ein Zauberkasten? Hoho, nein, Peppa. Ich habe ein paar kleine Freunde und die helfen ihm dabei. Wo denn? Hier drin. Guck mal. Ah, wabbelige Würmer. Wabbel, wabbel. Die Würmer verwandeln all die Gemüsereste zu Kompost. Opa, können wir dir noch mehr wabbelige Würmer für deinen Kompost bringen? Das ist eine gute Idee. Komm, Schorsch, wir suchen jetzt noch mehr wabbelige Würmer. Ein wabbeliger Wurm. Wabbel, wabbel. Hallo, Wabbelwurm. Hallo, Schwabbelwurm. Du wabbelst darum, das ist gar nicht dumm. Du Wabbelwurm. Sehr schön. Sei ein braver, wabbeliger Wurm und verwandle das alles in Kompost. Dann kann ich jetzt mit dem Kompost einen... Ich weiß. Du pflanzt einen Samen ein, tust ganz viel Kompost drauf und dann wächst daraus ein riesiger Baum. Ja, Peppa. Ah, da fällt mir ein... Wir könnten jetzt alle mal Oma Wutz helfen. Sie sammelt Obst im Obstgarten. Was ist ein Obstgarten? Das ist ein Garten voller Obstbäume. Den gab es schon, als ich ein kleines Schweinchen war. Hallo, Oma Wutz. Oma, los. Wollt ihr mir beim Äpfelsammeln helfen? Ja, Oma. Die Äpfel hängen ja viel zu weit oben. Keine Sorge, Peppa. Oma und Opa haben nämlich einen kleinen Trick fürs Äpfelsammeln. Alle mal herkommen und den Baum gut festhalten. Wir zählen bis drei und dann schütteln wir alle so fest, wie wir können. Eins, zwei, drei. Es regnet Äpfel.
Oh. Oma, dürfen wir jetzt bitte einen Apfel essen? Aber sicher, Peppa. Mmh, wie lecker. Und was glaubt ihr, was machen wir jetzt wohl mit dem Kerngehäuse? Wabbel, wabbel. Das ist richtig. Die Apfelreste kommen in den Kompost für die Würmer. Schlauer Schorsch. Und die Wabbelwürmer sind auch schlau. Linus Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorschi! Linus! Sausia! Sausia! Bitte, Linus, ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus, ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sag Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Mama, Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich? Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's. Hast du Lust, bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell. Tschüss denn, Luzi. Ich komme dann... Schnell, Luzi. Später, um dich abzuholen. Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr, es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor. Dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalich aus. Ja, Frau Doktor, er muss auch ins Bett. Sofort. Sausia! Bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Puff, doof. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr. Jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt. Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? Schorsch und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs-Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matsche? Pfützen! Und wofür sind Matschepfützen da? Um herumzuspringen! Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Der Spendenlauf.
In letzter Zeit hat es viele Unwetter gegeben und nun ist das Schuldach undicht. Woher nehmen wir bloß das Geld, um das Dach zu reparieren? Wir machen einen Spendenlauf. Was ist ein Spendierlauf? Man macht ein schönes Picknick und spendet Geld, um Leute laufen zu sehen. Und je mehr Geld man gibt, desto weiter laufen sie. Gute Idee, Papa Wutz. Wie weit können sie laufen? Was? Also ich kann so weit laufen, wie sie möchten. Aber Papa, du kannst doch gar nicht so weit laufen. Unsinn. Ich bin doch Experte im Laufen. Gut. Möchte denn sonst noch jemand laufen? Nein, danke. Aber ich spende gerne, um Papa Wutz laufen zu sehen. Ich auch. Und ich. Exzellent. Dankeschön, Papa Wutz. Peppa und ihre Familie essen Spaghetti. Köstlich. Gibt es noch mehr Spaghetti? Papa Wutz, du hattest doch schon 3 Portionen. Essen gibt mir Energie. Und ich brauche Energie für meinen Spendenlauf. Du musst für deinen Lauf aber auch noch trainieren. Wie wäre es, wenn ich heute das Essen trainiere und morgen trainiere ich das Laufen? Nein, Papa. Du musst sofort mit dem Lauftraining anfangen. Oh. Komm jetzt, Papa. Du bist... Das ist einfach. Es ist einfach, bergab zu laufen. Es ist schwer, bergauf zu laufen. Ich glaube, ich hätte besser nicht so viel Spaghetti gegessen. Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis hierhin schafft... Bis zum Supermarkt. Dann bis hierhin... Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis hierhin... Vor Quetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung, fertig, los! Ich hab's geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer Papa, das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burg Wetterstein. Oh. Achtung, fertig, los. Hurra! Weiter so, Papa Wutz, du kannst es schaffen. Der Bus hat Burg Wetterstein erreicht. Alle freuen sich auf das leckere Picknick. Wasser! Wasser! Was für ein schöner, heißer Tag. Und was für eine gemütliche Art, an Geld zu kommen. Wasser! Wasser! Papa Wutz hat den Supermarkt erreicht. Vom Laufen ist er sehr durstig geworden. Komm, wir schauen mal durchs Fernrohr. Ich kann Papa sehen. Durch das Fernrohr scheint alles ganz nah. Oh, er läuft aber nicht gerade schnell. Papa Wutz ist bei Opa Kleffs Tankstelle angekommen. Das war's. Ich kann nicht mehr. Papa ist stehen geblieben. Oh. Mir scheint, dir ist heiß. Diese kleine Erfrischung wird dich abkühlen und dir wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm ein Wassereis. Ah, danke dir, Opa Kleff. Das ist fein. Ah, eine Wespe. Husch, husch. Schwirr bloß ab, du kleines Biest. Die Wespe möchte das Eis von Papa Wutz auch mal probieren. Nein, das hier ist mein Eis. Papa hat wieder angefangen zu laufen. Richtig schnell. Hurra! Wow, schwirr ab, schwirr ab. Sie können jetzt aufhören, Papa Wutz. Wir haben genug Geld zusammen, um das Dach zu reparieren. Wow. Papa Wutz hat die Wespe abgehängt. Gut gemacht, Papa Wutz. Und von all dem zusätzlichen Geld können wir jetzt auch noch einen neuen Schulbus kaufen. Danke sehr, Papa Wutz. Ho, ho, von Herzen gern. Wäsche waschen. Schon früh am Morgen hängt Papa Wutz die Wäsche auf. Papa, was ist das für ein Hemd? Das ist mein Fußballtrikot. Papa spielt heute Nachmittag Fußball. Oh. Aber zuerst muss ich noch arbeiten gehen. Bis später. Tschüss. Wiedersehen. Armer Papa. Er muss jeden Tag zur Arbeit. Oh, armer Papa. Los, komm, wir spielen. Ja, spielen wir.
Peppa liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schorsch liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Und Mama Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Oh je. Mama, wir haben Papas Fußballtrikot mit Matsch vollgespritzt. Oh, keine Sorge, wir waschen es einfach. Wir waschen es ratzfatz. Papa wird gar nicht merken, dass es vollgespritzt war. Wir haben bestimmt noch was, was wir mitwaschen können. Oh, mein Kleid ist ja auch voll Matsche. Mama Wutz und Schorsch haben noch mehr schmutzige Wäsche gefunden. Sehr gut, Schorsch. Wir stecken die Wäsche hier rein und dann schalten wir die Maschine an. Die Waschmaschine füllt sich mit warmem Seifenwasser. Schwapp, schwapp, schwapp. Wapp, wapp, wapp. Die Waschmaschine schüttelt die ganze Küche durch. Oh, Peppa, wo ist denn dein Kleid? Ich wasche es gerade. Was? Oh nein. Guck, Mama, mein rotes Kleid ist jetzt wieder ganz schön sauber. Ja, schon, Peppa. Aber jetzt guck dir mal die anderen Sachen an. Oh je. Peppas rotes Kleid hat die weißen Sachen rosa gefärbt. Rosa ist wohl keine so gute Farbe für ein Fußballtrikot. Oh. Papa Wutz kommt von der Arbeit zurück. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Papa Wutz, wir haben da ein kleines Problem und, Erzähl's mir später, Mama Wutz. Ich muss mich jetzt auf mein Spiel vorbereiten. Wo ist mein Fußballtrikot? Hier. Sei kein Dummerchen, Peppa. Das ist ein Kleid von deiner Mutter. Es ist rosa. Nein, Papa. Es ist dein Fußballtrikot. Es ist etwas Matsche drauf gespritzt. Darum haben wir es gewaschen. Und dann ist alles irgendwie schief gegangen. Entschuldige, Papa. Aber ich kann doch kein rosa Fußballtrikot tragen. Warum denn nicht, Papa? Rosa ist doch eine sehr schöne Farbe. Was meinst du dazu, Schorsch? Schorsch kann rosa nicht ausstehen. Da kommen die Freunde von Papa Wutz. Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muh! Kann Papa Wutz rauskommen zum Spielen? Nur noch einen Moment. Meine Mannschaft trägt weiß. Ich brauche ein weißes Trikot. Aber Papa, du hast doch ein weißes Trikot. Du musst nur deine Jacke ausziehen. Stimmt's? Fantastisch. Danke, Peppa. Hallo zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hast ein schickes Hemd. Sieht gut aus. Dankeschön. Los geht's. Jetzt spielen wir Fußball. Ja! Tor! Hurra! Hurra! Papa, dein Hemd ist ja ganz voller Matsche. Aber klar, Peppa. Fußballtrikots sind dafür da, dass man sie schmutzig macht. Papa Wutz liebt Fußballspielen. Alle lieben Fußballspielen. Vor allem, wenn man sich dabei richtig schmutzig macht. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Champion Papa Wutz. Peppa und ihre Familie schauen sich eine Sportsendung im Fernsehen an. So ein weiter Sprung. Das ist ein neuer Weltrekord. Mama, was ist ein Weltrekord? Das heißt, du bist die Beste der Welt in irgendwas. Dann bist du Champion und dein Name steht in einem Buch. Hier sind die Champions im Laufen, im Springen, im Schwimmen. Ich wünschte, du wärst auch in dem Buch, Papa. Ich bin in dem Buch. Nein. Doch, Papa Wutz ist Matschepfützen-Champion. Boah. Noch hat mich niemand übertroffen. Und das wird auch so bleiben. Die nächste Disziplin ist der Matschepfützen-Springen. Was für eine riesengroße Flatsch. Moment, ich glaube, ja, das ist ein neuer Weltrekord. Oh. Papa, jetzt bist du ja gar nicht mehr der Champion. Jetzt sind bestimmt alle traurig. Oh nein, die Leute haben ganz sicher Wichtigeres im Kopf, Peppa.
Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja! Okay, dann mach ich's. Gleich morgen. Hurra! Aber ich muss das Matschepfützenspringen erstmal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützenspringens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützenspringanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa? Diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe. Ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ich hab sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützenspringen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützenspringen zu sehen. Was jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Viel Glück, Herr Wutz! Oh, wo sind denn Ihre Glücksstiefel? Ah, hier sind sie. Danke, Opa Wutz. Die riechen nach Tomaten. Und jetzt kommt der gekochte Matschepfützensprung. Papa Wutz konzentriert sich. Achtung, fertig, los! Ich muss eins werden mit der Pfütze. Ich muss die Pfütze sein. Wow! Die Pfütze ist weg! Die Pfütze ist über uns alle drüber geschwappt. Papa Wutz ist eins geworden mit der Pfütze. Alle sind eins geworden mit der Pfütze. Das ist neuer Weltrekord! Hurra! Champion Papa Wutz! Und wer bist du? Ich bin Peppa Wutz! Und eines Tages bin ich Champion im Matschepfützenspringen! Wir trainieren schon! Ah, vom Meister trainiert! Was hast du gelernt? Bevor du in Matschepfützen springst, musst du immer darauf achten, dass du deine Stiefel trägst! Plappermaul! Es ist ein schöner, sonniger Tag und Luzi Locke besucht Peppa zum Spielen. Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Stell dir vor, was mir gestern passiert ist. Gestern war ich am Ententeich und da saß Frau Ente. Also gestern da... Dann war ich im Supermarkt einkaufen mit Mama. Wir haben Brot gekauft und Möhren und... Was ist los? Du redest zu viel. Du machst bla 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 bla. Die ganze Zeit. Bla, bla, bla. Mama, Luzi sagt, ich rede zu viel. Tja, du bist schon ein kleines Plappermaul, Peppa. Plappermaul, das stimmt. Plappermaul hier, Plappermaul da. Plapper, plapper, plapper. Du hörst nie auf zu reden. Wenn ich wollte, könnte ich ganz einfach aufhören zu reden. Kannst du nicht. Kann ich wohl. Kannst du nicht. Ich kann wohl. Kannst du nicht. Jetzt reicht's. Ich sage kein einziges Wort mehr. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Hallo, Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Hallo Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte.
Ich bitte. Mm. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist Schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht so viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, oh, seht mich an, ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Micky, Macky, Buu, Babu. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut, dann mach du's doch mal. Dann machen wir es alle. Wir zeigen es meiner Mama. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie eine Maus. Aber ihr seid überhaupt nicht leise. Ihr seid sogar alle ziemlich laut. Wir können sehr leise sein, aber nur, wenn wir wollen. Dann zähle ich bis drei und ihr seid leise. Eins, zwei... Ich bin noch nicht fertig. Okay. Jetzt auf die Plätze. Fertig. Drei. Hallo, ich bin zurück. Oh. Ich dachte, es wäre niemand zu Hause. Peppa und ihre Freunde spielen gerade leise sein. Das ist nicht spielen, das ist sehr harte Arbeit. Och, Peppa! Peppa kann das Reden einfach nicht lassen. Oh, Papa, ich glaube, ich bin wirklich ein Plappermaul. Das ist nichts wirklich Schlimmes, Peppa. Reden ist gut. Ich glaube, du bist sogar eine Expertin im Reden. Das stimmt. Ich bin eine Expertin im Reden. Ich bin auch Expertin im Reden. Bist du nicht? Ich bin hier das Plappermaul. Ich bin ein größeres Plappermaul als du. Ho, ho. Ihr zwei seid beide gleich. Ja, das stimmt. Darum sind wir auch beste Freundinnen. Plapper, plapper, Peppa plapper, liebt es zu reden. Luzi liebt es zu reden. Alle lieben es zu reden. Der Laster von Herrn Fuchs. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa spielt mit ihren Freunden. Da ist Freddy Fuchs. Hallo zusammen. Hallo, Freddy. Kommt, Leute, wir fahren den großen Berg runter. Ja! Guten Morgen, Herr Fuchs. Es ist Nachmittag, Herr Wutz. Nachmittag? Tatsächlich? Meine Uhr ist wohl stehen geblieben. Ich verkaufe Uhren aller Art. Mal sehen, was ich in meinem Laster habe. Für Sie nur 100 Euro. Sie ist ein bisschen groß. Gut, nicht wahr? Im Dreierpack ist sie noch günstiger. Oh. Wer hat die lauteste Klingel? Ich habe gar keine Klingel. Oh, aber mein Papa hat bestimmt eine in seinem Laster. Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Super gut. Danke, Papa. Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah! Was hat dein Papa denn sonst noch in seinem Laster? Er hat darin einfach alles. Oh! Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja, woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass Papa, man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah, danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja, aus Plastikgold. Oh! Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah! Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jupp! Wer zuerst an Peppas Haus ist. Achtung, fertig, los!
Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh! Ah! Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Papa, wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra! Lieber Herr Fuchs, gibt es irgendetwas, das Sie nicht in Ihrem Laster haben? Probier's aus. Haben Sie denn ein Banjo? 4 oder 5 Saiten. Aber Sie haben keinen Baum in Ihrem Laster. Apfel oder Birne? Ich wette, Sie haben keine Rakete da drin. Im 5er-Pack. Und was ist mit einem Huhn? Hier, ein Huhn. Der Laster von Herrn Fuchs kann zaubern. Es ist ein Superlaster. Ja, das ist er. Komm, Freddy, wir müssen nach Hause. Auf Wiedersehen zusammen. Wiedersehen. Haben Sie denn auch eine Hüpfburg? Ja. Und ein Gartenhaus? Ja. Ich habe wirklich alles. Oh, ich habe kein Benzin. Herr Fuchs hat alles in seinem Laster, außer Benzin. Hm. Ich muss irgendwie zur Tankstelle kommen. Ich würde sie ja abschleppen, aber ich habe kein Abschleppseil. Oh, davon habe ich viele. Die verkaufe ich im 5er-Pack. Dürfen wir auch mitkommen? Warum nicht? Papa Wutz schleppt den Laster von Herrn Fuchs zur Tankstelle. Chloes große Freunde. Peppa und ihre Familie wollen Cousine Chloe besuchen. Ich spiele gerne mit meiner großen Cousine Chloe. Chloe, Chloe, Chloe. Oh, Chloe. Hey, ihr, das hier sind meine Freunde, Elmar Eichhorn und Belinda Bär. Ihr könnt mich Elle nennen, Abkürzung für Elmar. Und ich bin Belle, Abkürzung von Belinda. Ich bin Peppa. Wir nennen dich Pep. Oh, und das ist George. Wir nennen dich Sch. Oh. Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Baby-Cousins hast, Chloe. Ich bin noch kein Baby. Aber ihr seid beide klein. Ich bin ein großes Mädchen. George ist klein. Wollen wir zusammen was spielen? Ja, komm, wir spielen Verstecken. Wir spielen doch keine Babyspiele mehr. Wir sind fast erwachsen. Wie wär's mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest. Und wo ist dabei das Spiel? Du darfst nie sagen Ja oder Nein. Baby, einfach. Also sollen wir anfangen? Ja. Haha, du hast Ja gesagt. Das ist nicht fair. Ich war noch nicht so weit. Belle, bist du so weit? Ja. Haha, schon wieder gewonnen. Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel. Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich. Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle? Macht mir nichts aus. Sagst du überhaupt irgendwann noch mal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum. Ich gebe auf. Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht. Ich sage einfach nie Ja oder Nein. Ha, gewonnen. Du hast Ja und Nein gesagt. Das war lustig. Machen wir noch ein Spiel? Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich und die anderen müssen ihn suchen. Hört sich genauso an wie Verstecken spielen. Aber wenn man ihn findet, ist man ganz still und versteckt sich an derselben Stelle, bis sich alle da versteckt haben. Genauso wie Sardinen in der Dose. Also gut, wir probieren's aus. George, du versteckst dich zuerst. 1, 2, 3. George sucht sich ein Versteck. 9, 10. Eckstein, alles muss versteckt sein. George, ich kann deinen Ringelschwanz sehen. Peppa versteckt sich bei George. Rück mal ein Stück, George. Hab euch. Jetzt muss ich Chloe auch noch zu Peppa und George quetschen. Rutscht mal. Da seid ihr ja alle. Belinda Bär quetscht sich auch noch dazu. Duckt euch. Wir sind wie Sardinen in der Dose. Wo sind die denn bloß alle? Kuckuck! Ah,
Können wir jetzt mal aufhören, hier rumzurennen? Ja, jetzt chillen wir, oder? Chillen wir? Was ist denn das? Wir hängen einfach ab und reden über Sachen. Ich liebe reden. Bla, bla, bla. Kommt, wir reden über Musik. Ich stehe voll auf Rockmusik. Und ich mag Kleidmusik. Und ich mag Hosenmusik. Aber wir mögen keine Kindermusik. Nein, nein, nein. Auf was für Musik steht ihr denn so? Ich mag die hier. Die ist nur für Große. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Und Augen, Ohren, Nase, Mund. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf und Schulter, Knie und Fuß. Peppa! Schorsch! Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Oh. Ihr seht Chloe ja bald wieder. Ich komme euch nächste Woche besuchen, Peppa. Können wir auch mitkommen? Ihr könnt mit, aber wir machen dann Spiele. Wir spielen doch gerne mit Peppa und Schorsch. Hurra! Man kann immer noch spielen und Spaß haben, auch wenn man schon fast erwachsen ist. Ja.